Wer vor 5 Jahren einen Bitcoin gekauft hat, hat dafür 700 Euro bezahlen müssen. Ein stolzer Preis. Jetzt kostet ein Bitcoin 45.000 Euro. Der Preis hat sich also ver-63-facht. Das ist ein schönes Investment. Bitcoin existiert seit 2009, ist damit die erste und auch größte Kryptowährung mit 70% Marktanteil. Jetzt gibt es aber schon 6.000 Kryptowährungen weltweit. Was ist eine Kryptowährung? Wie funktioniert sie eigentlich? Wofür wird sie eingesetzt? Das ist das Thema vom heutigen Trends. Kryptowährungen boomen. Das merkt man nicht nur an den Preissteigerungen, das merkt man auch, dass sie im Alltag angekommen sind. Im mittelamerikanischen El Salvador wurde die Kryptowährung Bitcoin sogar als offizielle Landeswährung eingeführt. Was sind Kryptowährungen? Es sind digitale Währungen. Also nicht Geldscheine oder Münzen, die man in der Hand halten kann, aber mit dieser digitalen Währung kann man Waren oder Dienstleistungen ganz normal einkaufen. Aber woher kommt der Wert von Bitcoin, von Ethereum, Ripple und wie die alle heißen? Es geht um Angebot und Nachfrage. Diese digitalen Coins haben ja an sich keinen Wert. Es hat ja auch eine Münze oder ein Geldschein nur ganz wenig Wert. Es ist Papier. Oder wie der amerikanische Milliardär und Investor Warren Buffett einmal gesagt hat, ein Scheck ist ja auch nichts wert. Das Papier ist ja fast wertlos. Andere Menschen argumentieren, dass dieser Wert auch durch die künstliche Verknappung beeinflusst wird. Bitcoins sind mit 21 Millionen Stück nach oben begrenzt. Derzeit sind weltweit schon 19 Millionen Stück im Umlauf. In Österreich kommen diese Kryptowährungen noch nicht ganz so gut an. 6 von 10 Menschen wollen eher nicht oder keinesfalls mit Kryptowährungen bezahlen. Trotz dieser Skepsis sind Kryptowährungen schon im wirtschaftlichen Alltag angekommen. Auch hier in Österreich. Kryptos sind Geld. Sogenannte Assets, Vermögenswerte. Man kann damit einkaufen, etwas bezahlen. So hat das ein US-amerikanischer IT-Spezialist und Experte mal gemacht im Jahr 2010. Er hat 10.000 Bitcoins für 2 Pizzen bezahlt. Zum heutigen Wert wären das 475 Millionen Euro. Man kann nur hoffen, dass die Pizzen auch gut geschmeckt haben. Kryptos spielen aber nicht nur im digitalen Leben eine Rolle. Es gibt auch physische Kryptoautomaten. In den USA stehen 20.000 davon. Dort kann man Kryptowährung abheben, kaufen oder auch in Dollar umwandeln. Aber nicht nur in den USA gibt es diese Automaten, auch hier bei uns in Österreich. Mit 150 sind wir an 4. Stelle, aber mit großem Abstand zu den Top-Ländern. Die meisten von diesen Kryptoautomaten befinden sich in Wien und in Linz. Am weitesten verbreitet sind Kryptowährungen in der Türkei. Jeder 5. besitzt oder verwendet sie zum Bezahlen, diese Kryptowährungen. Es gibt aber auch andere Länder wie Spanien, Dänemark, Russland, die sind ganz vorne dabei. Aber wir haben El Salvador schon angesprochen. Die haben im September 2021 als erstes Land Bitcoin als eine offizielle Landeswährung eingeführt. Es ist aber nicht jeder damit ganz zufrieden. Erstens, manche verstehen diese Kryptowährung nicht und andere haben vielleicht auch eine gewisse Abneigung, so etwas als Währung zu verwenden. Die größte Rolle bei Kryptos spielen derzeit die Investitionen. Nämlich in diese Kryptowährungen, aber auch in die dahinterstehende Technologie, die Blockchain-Technologie. Im Jahr 2020 wurden 2,8 Milliarden US-Dollar in diese Technologie und Kryptowährungen investiert. Aufgrund von Corona aber schon etwas weniger als in den Jahren davor. 2019 waren es noch 4,7 Milliarden und 2018 waren sogar 6,9 Milliarden US-Dollar, die investiert wurden. Kryptowährungen basieren also auf dieser Technologie, dieser Blockchain-Technologie. Was ist diese Technologie? Vor allem ist sie dezentral. Das heißt, nicht wie bei anderen Währungen gibt es eine zentrale Stelle wie die Europäische Zentralbank in Frankfurt, die diese Währung verwaltet. Da sie dezentral angesiedelt ist, heißt es auch, dass man keine Vermittler braucht wie Banken. Und das reduziert wieder die Transaktionskosten. Blockchain ist vor allem einmal eine Datenbank, also eine Sammlung von digitalen Daten. Und die ist nicht nur auf einem Rechner gespeichert, sondern auf sehr vielen Rechnern weltweit. Wenn in diese Datenbank neue Einträge hineinkommen, dann werden diese Daten an eine Datenkette, die schon existiert, die sogenannte Blockchain, einfach drangehängt. Und Blockchain wird eben für Kryptowährungen verwendet. Damit man Zugang zu diesen Kryptowährungen bekommt, braucht man eine digitale Brieftasche, die sogenannte Digital Wallet. Damit nicht jeder weiß, wie viele Bitcoins jemand besitzt, sind diese öffentlichen Daten pseudonymisiert. Das heißt, es gibt keine Daten, die auf die physische Identität von Bitcoin-Besitzern Rückschlüsse zulassen. Kryptowährungen sind wegen dieser Blockchain-Technologie dezentral und relativ anonym. Was sind daher die Vor- und Nachteile? Die Zahlungen und Überweisungen funktionieren digital und in Echtzeit.
Das heißt, es fallen noch keine Transaktionskosten an, weil es keine Vermittler gibt. Das ist auch der Grund, warum El Salvador, das wir schon erwähnt haben und diese Kryptowährung eingeführt hat, sich dadurch Kosteneinsparungen erwartet. Bis zu 400 Millionen US-Dollar im Jahr sollen an Transaktionskosten gespart werden und an Provisionen auch eingespart werden. Zusätzlich soll der Zugang zu Konten auch für Menschen geöffnet werden, die vorher keinen Zugang zu einem physischen Konto hatten. Auch Manipulationen und Fälschungen können bei diesen Kryptoassets fast ausgeschlossen werden. Weil wenn einmal ein Wert an einem Computer geändert wird, wissen das alle Computer, alle anderen sofort. Das fällt also auf. Drittens läuft die Abwicklung von Zahlungen pseudonymisiert. Die Daten sind zwar in der Blockchain vorhanden, sie sind aber verschlüsselt, encrypted. Diese Anonymisierung kann natürlich auch Nachteile haben. Die Anonymität wird dann zum Problem, wenn mit Kryptos krumme Geschäfte gemacht werden. Es ist oft vorgekommen, dass Hacker in Rechenzentren eindringen und Daten stehlen und sie dann nur mehr zur Verfügung stellen, wenn man eben mit Kryptos bezahlt. Das ist in vielen Städten passiert, in vielen Ministerien, in einzelnen Organisationen. Da gibt es schon sehr viele schlechte Erfahrungen damit. Auch illegale Geschäfte mit Drogen, mit Waffen, mit anderen Dingen im Darknet werden häufig über Kryptos gemacht. Aber der Crypto Crime Report von Chainalysis sagt, dass eigentlich nur 0,3% aller Zahlungen kriminelle Zahlungen sind. Bei 700 Millionen Transaktionen ist das aber auch kein kleiner Betrag und das muss beachtet werden. Ein großes Problem sind auch die wirklich großen Kursschwankungen von Kryptowährungen. Bei anderen Währungen, den sogenannten Fiat-Währungen wie dem Euro oder dem Dollar, werden diese Kursschwankungen limitiert bestimmt durch die Zentralbanken, zum Beispiel eben die Europäische Zentralbank. Ein gutes Beispiel ist wieder El Salvador. Ein Bitcoin war dort am Anfang des Jahres vielleicht 10.000 US-Dollar wert und am Ende des Jahres schon 65.000 US-Dollar. In derselben Zeit konnte man für einen Euro 1,15 US-Dollar bis maximal 1,24 US-Dollar bekommen. Also die Diskrepanzen sind bei Kryptowährungen schon bedeutend höher. Drittens sind Kryptos Energiefresser. Das amerikanische Magazin Forbes hat Kryptos als Sargnagel für den Klimawandel bezeichnet. Allein die Rechner für Bitcoin, all diese Rechner, die weltweit aufgestellt sind, verbrauchen mehr Energie als das Land Niederlande, das immerhin 17 Millionen Einwohner hat. Nur 30 Länder verbrauchen mehr Energie als die Krypto-Rechner. Woran liegt dieser hohe Stromverbrauch? Erstens, wie wir am Anfang erwähnt haben, braucht man viel mehr Rechner, die ja dezentral angeordnet sind. Also nicht nur einen Rechner. Das verbraucht Energie. Und zweitens, um diese Kryptowährung herzustellen, müssen diese Rechner sehr komplizierte mathematische Aufgaben lösen. Auch das führt wieder zu einem hohen Energieverbrauch. Nicht nur aufgrund des hohen Energieverbrauchs wird es noch einige Zeit dauern, bis sich Kryptowährungen gegenüber etablierten Währungen wie dem Euro oder dem Dollar durchsetzen können. Aber wir haben gesehen, Kryptowährungen existieren schon im realen Leben. Vom Bankomaten hier in Wien bis zu einem legalen Zahlungsmittel und einem öffentlichen Zahlungsmittel in El Salvador. Ob dann noch weitere Länder dazukommen werden, die das einführen, das steht noch in den Sternen. Experten sagen aber, die das beobachten, es ist ein Experiment, von dem man lernen kann. Und ob Kryptowährungen irgendwann einmal so weit verbreitet sind wie der Euro, das wird die Zukunft zeigen.